Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satinas Ketten. Der letzte Part war ja etwas länger und ich habe es dann doch eben aus technischen Gründen gestoppt und gesagt, ja, die Entscheidung treffen wir beim nächsten Mal, weil Mori will uns gerade ihre Kette schenken, damit wir ihren Zauber stattdessen annehmen können. Und wir können das Geschenk jetzt entweder annehmen, ablehnen oder ja endlich die Wahrheit sagen. Und ich bin ja eigentlich sehr für die Wahrheit, auch wenn ich befürchte, dass sie dann ja irgendwie zu Recht ziemlich böse auf uns sein wird. Nori, ich... Aber wahrscheinlich können wir es ihr nicht sagen. Also es ist so. Warte, ich löse deine Zunge. Oh, oh. Ach so. So löst man eine Zunge. Okay, ja, das kann man natürlich auch mal machen. Hm? Was wolltest du mir sagen? Ach, ich erzähle es dir morgen. Ich hatte es mir gedacht. Errungenschaft freigeschaltet, ehrliche Haut. Rabe! Psst, der arme Geron. Du wächst ihn noch auf. Wo warst du so lange? Ich habe mir einen Überblick verschafft. Und ihr? Wir gehen nach Fanglari. Dort kann ich endlich wieder zaubern. Oh, es gibt Regenbogenbiber und ich bin sicher für den Sieg. Und dich nehmen wir jetzt auch mit. Nach Fanglari? Es ist so schön dort. Es gibt einen grünen Himmel und die Zeit ist unendlich. So, so. Einen grünen Himmel also. Guten Morgen, Nori. Schon wach? Wegen gestern Nacht. Lass uns nicht reden. Gut. Wir nehmen am besten das Ruderboot, um dem Licht des Prismas zu folgen. Dann sind wir schon bald am Tor nach Fanglari. Fehlt nur noch ein Paddel. Aber ich kümmere mich schon drum. Bisher habe ich ja auch alles andere hinbekommen, richtig? Richtig. Oh, oh. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Hilfst du mir, den Karren aus dem Schlamm zu ziehen? Wozu denn? Auch wieder wahr. Nori, sag doch mal, was ist... Woraus war nochmal der Turm der Prinzessin von Fanglari? Ach so... Mandelholz. Sie lebt in einem Turm aus Mandelholz. Wie schön. Ob sie uns eine Audienz gewährt? Ganz bestimmt. Geron, welche Farbe hat Fanglaris Himmel nochmal? Jetzt fragt sie uns alles nach. Grüno. Fanglaris Himmel ist grün wie die Weiden im Sommer und die Sterne funkeln den ganzen Tag über. Grün, so war's. Ich habe ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Passt nicht. Schon haben wir unser Paddel. Aber ich will jetzt doch mal wissen, was mit Nori ist. Wie hieß dieses seltsame Tier gleich noch? Seltsame Tier? Regenbogenbiber. Regenbogenbiber, Nori. Regenbogenbiber. Richtig. Regenbogenbiber. Mach dir jetzt ein Quiz mit uns. Leute, ich speichere hier mal kurz. Also. Speichern. Weil irgendwie gefällt mir das überhaupt nicht. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Hier, ich hab unser Paddel. Behalt das ruhig. Kein schlechtes Paddel. Bloß trägt uns diese Trümmerschale keine 10 Schritt. Hm. Das Boot sieht noch gut aus. Findest du? Nein, du hast recht. Wenn ich jetzt deine Zauberkraft habe, wünsche ich mir einfach die Löcher weg. Es hat geklappt.
Auf nach Fanglari. Ja, Nuri? Sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Außer mit meinen Lügen. Jetzt wird sie uns wahrscheinlich auf dem Floß zur Rede stellen. Doch nicht. Um Gottes Willen. Was geht hier denn alles? Falls das Boot wegtreibt, habe ich keine Wahl. Dann muss ich Nuri nach Fanglari begleiten. In ihre Welt, meine ich. Ehrlich? Ein fauliger Pestgeruch steigt von dem Wasser auf. Ja, jetzt nimmer, hä? Okay, seltsame Pflanze. Wenn ich die Pflanze einfach abreiße, stirbt sie. Dann schimpft Nuri wieder. Dann schneide ich sie wohl besser ab, ne? Ich will sie nicht töten. Baumstamm. Ach Gottchen. Zu stark verwurzelt, um ihn umzustoßen. Ja, aber wir haben ja noch unsere Axt. Es gibt immer einen Weg. Baum fällt! Ich weiß nur nicht, ob mir das gefällt. Nuri? Alles in Ordnung mit dir? Sei vorsichtig. Bin ich doch immer und leg mal bitte eine andere Platte auf. Du machst mir Angst. Kann ich das Irrlicht fangen? Nicht so. Nicht? Die hat selbst genug Wasser. Darüber so nicht. Das Licht. Was ist das Licht? Das Licht interessiert die Pflanze nicht. Okay. Ich will sie nicht töten. Was war das jetzt? Au, das Zeug brennt. Namenloses Gewächs. Ach ja, das Paddel kann ja gleichzeitig eine Schaufel sein. Ist okay. Eine Spuckpflanze. Feuer scheint dieses Gewächs aufzuschrecken. Zum Glück hat sie mir ihren brennenden Pestodem nicht mitten ins Gesicht gespien. Kann ich die mit dem Irrlicht verwenden? Feuer scheint dieses Ge- Feuer zerbricht. Da fehlt diesem Sie. Diesem. Diesem Sie. Diesem Sie. Das kann. Das kann ich. Das Licht, das Tor muss genau unter uns. Unsinn. Das ist kein. Das geht so. Ach, lochkrücker Stiefel war das, was wir davor haben, okay. Hohler Baumstumpf. Komm mal mit, Nuri. Komm mal mit nach unten. Ohne Seil kommen wir nicht hinab. Ja, aber ich hab doch ein Seil. Nuri? Ja, genau, komm mal bitte her. Ich gehe zuerst. Ich gehe zuerst. Wenn ich zum Stein werde, folge mir nicht. Wenn du zum Stein wirst, kannst du mich aber auch nicht warnen. Oh oh. Oh oh. Was ist das für ein Licht? Nuri, komm nicht näher. Was ist denn da? Stopp! Bist du wahnsinnig? Es hätte dich fast gesehen. Du bleibst jetzt hier hinter dem Felsen, verstanden? Ich überlege mir, wie wir an dieser Kreatur vorbeikommen. Dieses Auge. Ich glaube, ich höre es atmen. Ein Nur eine Statue. Wir sollten hier nicht sein. Ein Herold aus Fanglari. Er heißt uns willkommen. Woher willst du das wissen? Gibt es noch mehr dort, wo wir hingehen? Nein! Oh. Warst du das? Ein Lichtpfau. Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. Hilf mir, Fex. Spuckpflanze, Kreatur. Wenn der Odem dieser Pflanzen in den Augen brennt, aber wie schieße ich ihn dort hoch? Lampenöl-Öllampe. Wenn es mich ent... Das hilft auch nicht weiter.
Feuerzeug vielleicht? Feuer scheint dieses Geweck. Ja, aber. Das hilft auch nicht weiter. Nach hinten komme ich hier nicht. Das bringt. Wozu? Hatte schon. Ich will. Das Licht. Feuer. Ich will. Und was hat es mit dem Irrlicht auf sich? Kann ich jetzt nochmal hochgehen? Ist vielleicht durch den Laser irgendwas beim Irrlicht passiert oder so? Das führt zu Feuer? Nee, also mit dem Irrlicht kann ich so nichts machen. Aha. Aha. Nuri? Vorberühren. Berühre die Statue noch einmal. So schön. Die Lichtspiegelung scheint das Monster zu faszinieren. Okay, kann ich jetzt... Wenn der Odem dieser Pflanzen in den Augen brennt, aber wie schieße ich ihn dort hoch? Kann ich mir jetzt die Öllampe nehmen? Sie ist zer... Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Ja, das ist ja immerhin gut. Leider fehlt der Docht. Anzünden lässt sie sich nicht. Und als Gefäß taugt sie auch nicht viel. Ja, aber vielleicht kann ich ja da das Öllicht reinbringen. Jetzt pass mal auf. Öllampe, Irrlicht. Irrlichtlampe. Diesem See komme ich lieber nicht zu nahe. Aber ich... So nicht. Wie kommt... Ich muss... Nein. Ja, der... Doof jetzt. Okay, kann ich jetzt... wie kriege ich einen Docht? Nein. Vielleicht. Vielleicht. Unwahrscheinlich. Den Spiegel, da komme ich ja auch nicht hin, oder? Doch. Doch, okay. Jemand wollte das Monster offenbar wie einen Basilisken erlegen. Mhm. Okay. Wie? Ach, was. Den Pilz kann ich mitnehmen, gut. Mit bloßer Hand fange ich die niemals. Ja, aber vielleicht mit Öllampe. Keine Zeit für so. Hilf mir, Fex. Sie hat offenbar gehofft, die Kreatur mit einem Spiegel besiegen zu können. So also ist der ehrenwerte Harm zu seinem Reichtum gekommen. Wie ein versteinerter Käse. Dieses Viech. In dieser Höhle muss das Feentor sein. Hilf mir. Wenn der Odem dieser... Aber wie... Ja, wie schieße ich ihn da hoch? Wenigstens ein Pilz hat überlebt. Ach, was? So nicht. Das geht... Mein... So... Nicht.
Was ist denn, wenn ich jetzt Nuri sah oder den was ist, wenn ich den Dinger jetzt drehe? Ah! Jetzt kann ich mich rechts frei bewegen. Was auch immer sie sich von dem Tor erhofft hat, sie war bereit dafür, ihr Leben zu riskieren. Zu fest verkeilt. Die Würmer, die diese Löcher graben, werden offensichtlich ganz schön groß. Ja. Das wie ein versteinerter Käse. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten. Immerhin müssen wir... Er ist ganz hohl, wie ein steinerner Schlot. So, also ist er... Wie ein steinerner Schlot. Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. Kann ich da... Hier lässt er sich... Oh, wenn das jetzt klappt, Leute. Wenn das jetzt nur klappt... Oh, ich glaube, ich bin so kurz vorm Ende. Ich will jetzt eigentlich gar nicht aufhören zu spielen. Vielleicht spiele ich das Spiel jetzt noch voll zu Ende. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Parts das werden könnten, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, das jetzt zu Ende zu spielen. Wenn es mich entdeckt, bin ich... Nee. Kann ich mir mit dem Pilz vielleicht das Irrlicht holen? Weil irgendwas muss mir ja da irgendwas muss ich da ja bekommen. Das geht so besser nicht. Irgendwie muss ich das ja bekommen, Leute. Aber so nicht. Was soll ich mit dem Irrlicht machen? Ah, ich kann es auch nach da drüben lenken. Ah ne, das war auf dem Anfang auch schon da drüber gelenkt. Ich muss dem Ding was in die Augen spucken lassen. Immerhin müssen wir dieses und... Die Frage ist nur wie. Ich muss dringen. Unwahrscheinlich. Wird doch. Vielleicht. Keine... Ach. Jetzt bist du... Windling... Nächst mal ich muss langsam das Feuerzeug darüber. Kommen. Das bleibt. Puff. Dazu müsste es zerbrochen sein. Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den... Wenn es mich entdeckt... Bist du tot, ja. Die Frage ist nur, kann ich, wenn ich das darüber beame, kann ich dann? Wahrscheinlich nicht, ne? Hilf mir, Fex. Ich bräuchte irgendwie die Libelle. Ich muss so nah. Meine Noris. Ich hab. Die hat selbst. Geht nicht. Ach ja, natürlich. Ich fange eine Libelle mit einem kleinen Netz. Okay, jetzt haben wir also die Libelle, aber ich würde sagen, was wir mit der Libelle machen, meine lieben Leute hier. Das schauen wir uns im nächsten Part an, wenn es wieder heißt Let's Play Satinas Kette. Und ich denke, Satinas Ketten wird hier jetzt definitiv aufs Finale zu steuern. Deswegen, ich glaube, ich spiele es noch ein bisschen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich über einen Kommentar oder eine Bewertung natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Satinas Ketten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Ja, dramatischen Zwischenfall im Gang. What the fuck? Huh?
Was war das? Muss das sein? Zusammen mit den letzten Sonnenstrahlen, die dem Himmel über dem See in ein herbstliches Rot tauchten, glitt Sedgwick der Insel entgegen. In der kalten Luft der reinbrechenden Nacht überkam ihn plötzlich eine seltsame Müdigkeit.